Das ist so eins der Käufe von der Elektrobucht. Viel zu teuer bezahlt, aber Erinnerung an die Kindheit und dann musste man das haben. Ich sage lieber nicht, was ich bezahlt habe, ist auch egal. Also, das ist mein Froschradio und jetzt seht ihr auch, warum ich das so nenne. Das guckt hier so schön oben raus. Quak, quak, quak. So, das ist ein kleiner Soundtest. Ich habe die Position des Mikrofons ein bisschen angepasst und jetzt will ich einfach mal hören, ob das jetzt ein Unterschied ist zu dem, was ich vorher aufgenommen habe. Test 1, 2, 3, 4, 5. Und hier ist nochmal die ECH. Ups, als flackert jetzt. Hier ist nochmal der Schaltplan. So, ich hoffe mal, dass es jetzt etwas besser ist als vorher.